Hi Kinder, ich bin's wieder, euer Matt Baron, und ich befinde mich gerade auf einer Sternschnuppe. Allerdings bin ich nicht alleine, sondern ich habe dabei, na, mein lieber Gastkommentator, meld dich. Es ist keiner da, ich bin mit dem Fisch auf diesem komischen Stern. Hattet ihr schon gedacht, dass irgendjemand sich dazu erbarmt, mit mir eine Aufnahme zu machen? Nö. Wir sind hier am Eisberg und wir sehen gerade mal, es gibt mindestens 4 Level. Und die werden wir jetzt mal schön alle durchstehen müssen. Allerdings kommen wir mit dem Fisch hier nicht weit. Oh Gott. Ja, gegen dich habe ich was. Pass mal auf hier. Ich bin so ein Profi. Ich glaube, dieses Vieh war darauf abgerichtet, etwas gegen andere Viecher zu unternehmen. Solche, ja, Eule, Fisch oder Hamster. Kann auch sein, dass es ein Biber ist. Ich weiß es gerade nicht so. Okay, das war jetzt eine der schlechtesten Ideen, die ich heute hatte. Die zweitschlechteste. Die erstschlechteste war, erzähle ich euch nicht, einen Brand in meinem Wohnzimmer mit Essig zu löschen. Das war keine gute Idee. Nein, Quatsch, auf solche Ideen komme ich natürlich nicht. Ich weiß doch, dass Essig dafür nicht geeignet ist. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall Feuer, weil gegen Eis hilft Feuer. Guck mal hier, da kann ich nämlich schön durchridern hier. Zack. Klack. Und jetzt haben wir wieder den Hamster. Honky the Hamster ist am Start. Hui. So, und ich weiß auch, was ich machen werde. Ich werde dieses Let's Play heute Abend noch beenden und danach werde ich. Fick dich, Junge. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich diesen Hamster brauche. So. Guck mal hier, ich kann jetzt hier wegfrieren, kann ich hier. Zack. Es waren 2 Minuten 13. Komm, das müsst ihr mir echt hoch anrechnen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich in jedem dieser Kirby-Parts mindestens einmal gerülpst habe. Ja. Und mehr brauche ich auch gar nicht dazu zu sagen. Guck mal hier, der ist auch so ein richtiger Trottel. Also der, der gerade spielt. Denkt, er könnte einfach so einen Stein verarschen. Hier, komm mal her. Und im Endeffekt kann ich es ja auch. Aber ich habe mir allerdings nicht seine Fähigkeit geschnappt. Das wäre vielleicht noch ganz gut gewesen. Oder, ach, hier kriegst du ja auch noch für lau. Guck mal, was ich hier kann. Das ist ja so ein bisschen wie so ein anderes Let's Play, das ich zwar aufgenommen, aber wahrscheinlich noch nicht hochgeladen habe. Flintstones A Treasure of Sierra Madrock. Könnte ich eigentlich demnächst mal hochladen? Oder ich mach's schon, während dieses Spiel auch läuft. Weil ich gerade so einen Engpass mit Yoshi's Island hier. Ich habe da so ein Problem, das zu rendern. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist so eklig. Irgendwie macht dieses Spiel nur Probleme. Liegt vielleicht auch mit daran, weil ich's, ja, schon so lange auf meinem Rechner rumliegen habe. Und weil es einfach mal richtig viele Parts sind. Okay, ich glaube, hier gab's ne. Entweder gab's die hier. Das ist ja geil. Ich kann einfach die Viecher hier kaputt fressen. Ja, genau. Oder ich verliere einfach mein Leben. Das geht natürlich auch. Ist natürlich sehr klasse für Leute, die eigentlich noch ihr Leben behalten wollten. Solche Leute wie mich eben. Oder ich fliege einfach. Hier, guck mal, wie einfach das geht. Jui! Hol mir einen Igel. Wer will nicht selbst einen Igel haben? Okay. Ich glaube, ich muss hier links. Was? Okay, Kinder. Kann ich diesen Schneesturm hier irgendwie abstellen? Oder in die andere Richtung leiten? Oder ich hole mir einfach eine Eule. Das ist auch nicht schlecht. Ja, wo ihr gerade so von Eulen redet, ne? Wie heißt eigentlich das, was sie immer hochwürgen? Geröll oder Gewöll? Ich meine, das heißt Gewöll. Das sieht ein bisschen aus. Das sieht eklig aus. Komm, jetzt komm her. Zack, 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 zack. Guck mal hier, wie ich abgehen kann hier. Zack, 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 zack. Ich bin richtig stark geworden, wa? Und meine neue Fähigkeit, die hilft mir natürlich hier, diesen Eisberg zu erklimmen. Huhuhu. Oh, ich muss aber ganz ehrlich jetzt mal loswerden. Jetzt in Part 4 müsste das sein, ne? Part 4, genau. Ich finde das ein bisschen schöner, wenn die Parts kleiner sind. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich finde Viertelstunde Parts, das sind eigentlich schon zu viele, weil ich am Ende ja gar nicht mehr eure Aufmerksamkeit habe. Also ich liebäugle eigentlich mit Parts, die so
8 bis 10 Minuten lang geht, gehen. Das mag jetzt eine sehr, sehr subjektive Einschätzung sein. Und diese Einschätzung tragen nicht viele Leute, das muss ich dazu sagen. Die meisten Menschen sagen, dass die optimale Partlänge so ungefähr an die 10 Minuten, 20 Minuten, sagen wir mal 20 Minuten ist. Und ich finde aber 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten, da habe ich auch ehrlich gesagt die meisten Views drauf, wenn ich irgendwelche Parts hochlade, die so kurz sind. Und ich muss ja auch ein ganz bisschen auch um mein Überleben als YouTube hier proklamiert. Oh Gott, diese Viecher, die machen mich echt wahnsinnig hier. Also als YouTube-Video-Hochlader muss ich auch so ein bisschen dran denken. Ich meine, nach Kanalwechsel ist das ja immer so ein bisschen schwierig, solange man nicht so ein ultra-episches Projekt wie Erdogan am Laufen hat. Ach, oh Mann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, alle Leute, die zugucken, sind ehrliche Zuschauer. Und von daher sage ich jetzt einfach mal Prost und ich trinke Wasser auf euch. Bah. Wasser. Okay, hier geht's weiter. Ich glaube, hier brauche ich... brauche ich überhaupt irgendwas? Ich gehe einfach mal hier durch. So. Feuer kann in so einem Eislevel ja nicht so verkehrt sein. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Yeah. Und hier ist Senior Frosty. Guck mal, wie er abgeht. Der hat sich das auch anders vorgestellt. Okay, ich hole mir mal ein bisschen Eis. Eis, Eis, Baby. Und ich glaube, jetzt geht's mit dem Fisch weiter. Ja. Und das scheint ja gar nicht mal so schlecht gewesen zu sein. Ich will gar nicht wissen, wie wenig Feuerkraft so ein Fisch unter Wasser hat. Aber wenn ich zu oft das mache, dann friert der fest. Was ist das denn für ein Loser? Dann gibt's gebackene Forelle. Nicht gebacken, eingefroren. Sushi so gesehen. Lecker, 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 lecker. Einfach nur kühlen Sushi. Njom, njom. Da könnte ich jetzt auch von leben. Ich hatte heute ein Cordon Bleu, aber richtig geil. Allerdings hatte ich kein Fett mehr, also so ein Bratenöl. Das hatte ich nicht mehr. Da habe ich ein bisschen Butter da reingemacht und ich sag's heute mal nie wieder. Ich hab's schon gespült und es ist sehr ekelhaft geworden. Ach, guck mal, was ich machen kann. Das ist ja geil. Da ist dieser böse Max auch sofort weg. Oh ja. Oh, oh, guck mal. Oh, das ist ja so schwierig hier. Ja, ich habe Uhr gesagt. Und ich habe momentan das Gefühl, dass ich den Fisch brauche. Das ist so ein ganz merkwürdiges Bauchgefühl. Kennt ihr das? Das sagt mir gerade, Matt Baron, du brauchst den Fisch. Und zwar haben wir bisher noch nicht irgendwie Kontakt mit irgendwelchen Vibratoren gehabt. Ich glaube, ich brauche hier den Fisch. Um an diesen, ja, dieses Buttplug da ranzukommen. Okay, das wäre jetzt nicht so cool. Das war absolut nicht cool. Aber ich muss ihn ja nur noch einmal treffen. Von daher, das würde ich auch irgendwie... Aua! Ja, du hast dein Ziel erreicht, Junge. Komm jetzt her. Ich bin mir recht sicher, dass ich dieses Level hier zweimal machen muss. Obwohl, hier ist doch der Fisch. Oder muss ich hier Eis haben? Das kann natürlich auch sein. Ich habe ja gesagt, ich mache keine Safe States. Ich lerne aus meinen Fehlern und guck dann hinterher nochmal nach. Jetzt habe ich natürlich gar nichts mehr. Okay, jetzt muss ich mich aufs Eis verlassen. Wir werden ja sehen, was am Ende richtig ist. Da können wir uns ja gerne mal überraschen lassen. Guck mal, ich habe Eis eingefroren. Ich bin so ein Profi. Ich meine, wirklich schwer ist das Spiel ja bisher nicht. Wir haben ja recht viele Lebenspunkte, die uns noch über irgendwelche Eventualitäten herübertäuschen können. Okay. Hier müsste meines Wissens nach dann dieses komische Dingsda-Bumster sein. Was auch immer das ist. Eine Träne, ein Teil vom Regenbogen. Ich hatte bisher keinen Bock, das nachzugucken. Ja. Ja, wir werden den ganzen Spaß noch mal machen, weil wir es können. Hey! Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass ich das
ohne den Fisch schaffen kann, weil wir ja hinterher irgendwas noch im Wasser machen müssen. Also, ich mache das jetzt einfach nochmal. Aber auf den Gefallen hin, dass es zufällig ist, welches Tier ich jetzt bei diesem komischen Freddy hier kriege, behalte ich jetzt erstmal den Fisch und bekämpfe ihn so gesehen als Fisch. Das soll ja nicht so schwierig sein jetzt. So, komm mal her. Was? Guck mal, wie viel Schaden der schon nimmt. Okay, nur der bußfertige Mann wird bestehen. Was? Da seht ihr es, es ist zufällig. Jetzt kommt nämlich der Biber daraus. Ich denke mal, der Fisch ist das Sinnvollste. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sagt mal, was mich mal interessieren würde, wie viele Leute kümmern sich eigentlich darum, was für Spiele ich spiele und wem geht's eigentlich nur um mich? Das wäre jetzt echt mal eine Frage, die mein Ego in die höchsten Töne der Welt pushen kann. Aber nein, so eine Frage werde ich an euch niemals stellen. Habt ihr das gerade gesehen? Das war verflucht knapp. Das war verflucht knapp. Warum behalte ich das eigentlich, wenn ich doch weiß, dass es am Ende wieder solche Flämmchen gibt? Ach egal, ich gehe jetzt mal hier durch. So, wie gesagt, ich denke mal, der Fisch wird richtig sein, weil da unten ganz viel Wasser ist und wir müssen bestimmt am Ende auch nochmal Wasser verwenden. Ich hoffe mal nicht, dass diese Slicer da gerade... Boah. Ja, diese Küchenchefs da mit ihren Säbeln, diese Ninjas, dass die irgendwie wichtig sind, hoffe ich mal nicht. Ja, guck mal, das geht auch so weiter. So, dann muss ich hier so rauf, weil das wahrscheinlich sonst zu wenig gewesen wäre. Okay. Jetzt kann ich hier runter. Aber was jetzt? Aha. Was ist das denn jetzt? Wieso ist da so ein... Was zur Hölle war das? Warum war das so ein... Hä? What the fuck? Muss ich jetzt erst den Endgegner hier besiegt haben, damit das klappt, oder was? Und den Endgegner hier, den kriege ich definitiv nicht mit dem Fisch kaputt. Der ist dafür doch schon ein bisschen zu heftig. Okay, Kinder. Das machen wir jetzt nochmal. Ich brauche die Eule. Ich brauche die Eule. Ich brauche definitiv die Eule. Okay, Maestro, ich knack dich jetzt so lange um, bis ich eine Eule hab. Ich habe nämlich gerade mal überlegt, wie das gehen soll. Ohne Eule schaffe ich das nicht. Und das ist auch die Schwierigkeit an. Hallo! Komm, Eule. Scheiß Fisch hier. Nein, ich mache das jetzt anders. So, zack. Jetzt gehen wir mal auf Reise und dann holen wir uns mal eine Eule. Ich glaube, die Eule gab es im ersten Level. Kann das sein oder im zweiten? Das weiß ich nicht mehr, Kinder. Das weiß ich nicht mehr. Okay, rein. War das jetzt das erste? Ich glaube, das geht nur mit Eule. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es nur mit Eule geht, weil die Eule, die kann ja so nach unten schießen, aber wer weiß, ob sie das unter Wasser auch kann. Oder ob sie überhaupt ins Wasser geht. Das ist ja auch wieder so eine Frage, Kinder. Bin ich eigentlich richtig hier gerade? Es sieht mir alles so aus, als wäre das jetzt das Level, nachdem die Eule da... Ja, so ein bisschen Hirn habe ich auch noch. Ne, ich glaube, das war falsch. So, schieß mich mal auf Level 1. Ich kann gar nicht mehr zählen. So ein Scheiß. Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Langsam hängt auch der Kirby in den Seilen. Aber es gibt ja bald ein extra Leben. Ob das was bringt oder nicht, ist jetzt eine andere Frage. Wir müssen auf jeden Fall nochmal gegen diesen Geta-Ernie da kämpfen. Und das ohne einmal von ihm getroffen zu werden. Das sollte vielleicht sogar klappen. Okay, dann komm. Ach nee, das war er. Ach ja. Absolut kein Problem. Nee, ich warte mal, bis alle hier aufgefüllt sind. Sonst gibt's hier noch irgendeinen Bug. Das möchte ich nicht provozieren. So. Ihr merkt vielleicht, dass wir schon bei einer Viertelstunde Aufnahme sind. Es wird immer mehr, es wird immer mehr. Ich glaube, ich ziehe das durch.
Wenn, oder, außer es wird über 20 Minuten, dann chunke ich das in zwei, aber sonst... Ja, da könnt ihr mal mein Wort drauf haben. Was auch immer da zählt. Hui! Ich wollte nämlich, das ist auch so ein bisschen mein eigene. Ich hätte jetzt gedacht, dass... Doch, warte mal, wenn da so ein Schwatter drin ist, dann wäre ja jetzt eine Eule drin gewesen. Oh Mann, Leute, ihr macht mich hier ein bisschen wahnsinnig. Also ihr Programmierer hier. Nein, ja, das wusste ich. Das wusste ich! Der kommt ja immer! Aber ich glaube, mit Honky the Hamster hätten wir das auch nicht geschafft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Eule hier brauchen. Es sei denn, wie gesagt, sie ist zu schlecht. Warte mal. Sie schafft das doch jetzt. Ach du Kacke. Ja, so war das. Da kommen ja solche Pfeile hier runter. Das ist mit Eule auch viel einfacher. Wenn du fliegen kannst, bist du klar im Vorteil. Überall. Immer. Es sei denn, und das möchte ich jetzt hier kurz nochmal anreißen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, das hat geklappt. Sonst wird die Eule nämlich ganz kackendreister zerdrückt. Och. Nein! Scheiße, scheiße. Okay, so hier geht's runter. Nein, 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 ach, verdammte Angst! Nein, nicht so! Na, den ganzen Scheiß nochmal machen! Oh, nein, 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 das war so. Nur wegen so einem scheiß Fisch, ich dachte, die Eule, die bewegt sich! Bewegung! Oder ich mache wirklich hier jede Welt ein Part. Wenn ich das auch nicht hier Kirby's Dreamland 2 Part so und so, sondern Welt so und so. Guck mal, wie cool ich bin. So. Ob ich jetzt wohl einen Groll gegen dich hege? Du Wurst. Du Wurst. So. Ja, zumindest gibt es hier wieder so einen Punkt. Toll. Kann ich mir auch nichts von kaufen. So, ab nach oben. Jetzt wollen wir mal einen Flamer hier. Ja, ja. Ich mach das jetzt so weiter. Ich hab da kein Problem mit. Wie ging er ab? Er läuft einfach durch die Wände. Ich will auch mal einen Schirm, mit dem ich durch die Wände komme. Ja, jetzt geh weg da! So. Ja, ohne von dem Vieh getroffen zu werden. Klasse, wa? Ich bräuchte mal Fisch und... Eule. Ganz ehrlich, Kinder, das macht mich hier gerade echt fuchsig. Uah. Habt ihr das auch gesehen? Eigentlich wäre sie schon tot gewesen. Aber zumindest kann ich mir hier so ein extra Leben abgreifen. Und so eine dicke Tomate. Ihr seid böse. Okay, das reicht mir. Das reicht mir. Das reicht mir. Aber nein, da waren so Blasen. Da ist da der Fisch. Was? Ach ja, ich muss ja... Ich muss das doch mit Fisch machen. Das ist ja gerade der Scheiß an der Sache. Ich bin wieder viel zu blöd und zu besoffen. Okay, ich habe schon drei Bier hinter mir. Aber eigentlich sollte das eigentlich von den kognitiven Fähigkeiten noch hinklappen irgendwie, dass ich hier so ein scheiß Level hinkriege. Mann. So. Hier hatte ich definitiv noch keinen Fisch. Guck mal, ein Part und ihr seht das ganze Spiel. Toll. Bin total begeistert gerade. Aber ich habe euch ja vorgewarnt, dass dieser komische Vibrator, den wir da holen müssen, am schlimmsten ist von allen. Okay, am zweitschlimmsten. Es gibt noch einen, der schlimmer ist, aber das auch nur aus Nervigkeit. Aber das hier, das finde ich gerade echt dreist.
Warte mal, ich benutze nächstes Mal. Haha, ja, so mache ich das. Ja, Kinder, ich habe jetzt eine Idee. Nee, warten, bis alles voll ist und dann. Ich meine, es war hier so ein Bug, dass wenn du nicht wartest, dass, bis alles voll ist, dass es dann Probleme gibt. So, und jetzt knall ich diesen komischen Igel da mit Glühwürmchen ab. Hä? Der kann nichts dagegen tun. So, guck mal her. Übrigens, wenn ich öfter drücke, dann kommt das so. Oh, das ist ja geil. Guck mal hier. Dig im Feuerwerk. Das ist ja wie ein Silvester. So, und jetzt ist da bestimmt ein Fisch drin. Nein, Hamster. Es war mir eigentlich... War es mir klar, dass ich so einen Fisch brauche hier in diesem Spiel, aber... Warum habe ich das vergessen? Ach, für den Weg nehme ich mal das hier mit. Ha! Am Ende waren da ja genug von diesen Flämmchen. Kann ich mir eins aussuchen? Nein, 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 nee. Das ist keine gute Idee. Einfach zufrieren ist nicht, nein, gut, nicht gut. Oh Mann, ich weiß gar nicht, ob diese Welt auch einen Namen hat. Wahrscheinlich werde ich sie Schoko-Ice Mountain nennen oder so. Ach ja. Verarscht ihr mich hier gerade? Verarscht ihr mich hier gerade? Also wirklich. Leute, das ist ja wohl jetzt richtig... Ich will das mit Fisch machen! Mit Fisch! Ich mach nicht. Ich krieg hier gerade echt Existenzprobleme, Kinder, wisst ihr das? Und ich noch großkotzig. Ja, das Spiel ist nicht schwer. Ist Arschlecken, es ist mega schwer. Jetzt kommt. Ja, mit Baron hätte man nachdenken müssen. Hast du das nicht mitgekriegt? Mit dieser Strömung da? Ey, wenn ich 5 Mittelfinger hätte, ich würde sie dir alle zeigen. Allerdings habe ich nur 3. 10 zählen nicht. So, du Schwuchtel, jetzt komm und schmeiß deinen Stern. Ich kann nicht mehr. So, komm, wir hatten mal bald was, oder was? Ja, das ist nicht gut. Das will ich nicht. Mach das andere. Du verlierst eh gegen mich. So. Einen auf Igelbirne machen und zack, ab in den Fisch. Ich hatte es doch fast. Warum gehe ich hier wieder raus? Ich habe keine Ahnung. Exit. So. So. Da wollte ich hin. 4, 1, 2. Ha, ist deine Stromrechnung nicht bezahlt, du Schwuchtel, oder was? Bam. So, komm her. Ich fresse sie auf. Ach da, ja, ich hätte sowieso einen Fisch gekriegt. Cool. Richtig cool. Richtig klasse. Richtig spaßig sowas. Ich flipp aus vor Freude. Okay, ich hab's natürlich wieder nicht hingekriegt. Ah, aber guckt euch das mal an. Total lustig, wa? Richtig ulkig. So. So, jetzt den Vogel, dann gibt's den Stein und den schmeiß ich diesem komischen Paukenäffchen da an die Birne. Dann fresse ich so einen komischen Feuerheini und dann gehe ich durch die Tür. So, zack, das haben wir schon. Okay. Das erklärt das auch besser mit dieser einen Abfalle da. Mit der One-Up. Was heißt One-Up? Da ist eine 1 auf Englisch. Mann, Zahlen haben keine Sprache. Hat ein bisschen was von Timing hier. Ach, du. So. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel eins von denen hier kaputt machen würde, da links, dann würde ich hier nicht mal weiterkommen. So. Aber wie soll das funktionieren? Wie das funktionieren soll, das weiß ich allerdings auch noch nicht.
mir gerade noch sehr, sehr schleierhaft. Das geht doch nicht. Warte mal. Das muss ich jetzt mit dem Safe State machen. Weil ich das definitiv nicht zweimal machen werde. So. Scheiß Ameise da rechts. So. Den werde ich mir jetzt dem Fisch in den Popo schieben. So. Jetzt habe ich es gesagt. Ab zum Endgegner. So, Dino Crisis hier ist angesagt. Ich verbrenne dich. Ich verbrenne deine ganze Familie. Brauchst gar nicht so heulen. Ich habe einen Fisch. Und was hast du? Du hast ein paar Haare auf dem Rücken. So. Komm her. Komm her, Junge. Komm her. Wie soll ich das denn überleben mit Fisch? Was macht er da? Nein, okay, okay, okay. Kinder, ich bin jetzt so schweigsam, weil ich Lust habe, dieses Vieh hier auf Anhieb zu besiegen. Ich möchte das jetzt nicht ausdiskutieren bis zum Ende. Ich will den Tod sehen. So, zack, und ich trampel auf seiner Leiche rum. Bah! Zack. Okay, das war der vierte Part von Kirby. Welt 4 von Kirby haben wir auch geschafft.